Aussenbahnhof für den Zug der Züge von der österreichischen Bundesbahn, der am vergangenen Wochenende für zwei Tage im Bahnhof Oerlikon zu Gast war. Ein guter Grund für den Bahnhofvorstand Erismar, diese Bahnerblasmusik von Feldkirch gerade selber zu dirigieren. Der Zug der Züge, das ist eine rollende Ausstellung zum 150. Jubiläum der österreichischen Bundesbahnen. In 9 Bahnwagen, die in 27 Farben gehalten sind, werden die österreichischen Bahnen von einst bis heute präsentiert. Ein Spielabteil samt Kindergarten im Zug, sicher eine gute Idee. Wo 1837 die erste Fahrt von einem Eisenbahnzug in Österreich stattgefunden hat, ist das Thema sicher noch nicht aktuell gewesen. Dafür haben die Bahnen schon früh auf ihren Strecken zu einer Vereinheitlichung der Zeitmessung beigetragen. Im Ausstellungszug sieht man auch, zeitgleich abgespielt, die 8-stündige Fahrt vom Transalpin von Wien nach Buchs. Der Beruf des Eisenbahner wird ebenfalls vorgestellt. Ganz modern, auch am Beispiel von der rechnergesteuerten Verkehrslenkzentrale der Wiener Schnellbahn. Am modernen Güterverkehr widmet die Ausstellung ebenfalls einen ganzen Wagen. Das Gleiche gilt auch für die Zukunft der Bahn. In Österreich wird der Transrapid, eine Magnetbahn, getestet, die auf Hochgeschwindigkeitsstrecken fahren soll. Für Bahnfans ist ein umfangreicher Souvenirshop eingerichtet worden. Natürlich präsentiert sich Österreich auch als Ferienland. Nette junge Damen geben Auskunft über touristische Ziele in allen Bundesländern. Der Zug der Züge führt normalerweise auch ein eigenes Medienzentrum für Konferenzen und sogar Radioübertragungen mit. In Oerlikon ist in dem Wagen aber etwas anderes und nicht für das Publikum zugänglich gewesen. Ob es echt in Zukunft noch rollende Casinos geben wird, damit die Bahn noch attraktiver wird? Attraktiv ist auch ein Begleiter vom Zug der Züge gewesen. Der Vorortszug hat sich nicht etwa verfahren, sondern ist im Rahmen des Österreicher Besuchs in Oerlikon für ein Wochenende als regulärer Kurs auf der Strecke Zürich-Rapperswil verkehrt. Der Besuch vom Zug der Züge ist zu einem grossen Erfolg geworden. Schade, dass er nur für ein Wochenende in Zürich Station gemacht hat. Sicher hätten sich noch mehr Bahnfans für diese Ausstellung interessiert.